Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 18 der DEL-Saison mit den Kölner Haien. Wir sind in Spiel 4, führen in der Serie 2:1, nachdem wir gestern in der Overtime verloren haben mit 3:2, 1,85 Gegentore pro Spiel, 92,8 die Fangquote, 2 Shutouts für Jochen Reimer in den Playoffs und Gustav Wesslau, 1,48 Gegentore pro Spiel, 91,2 die Fangquote und 3 Shutouts. Reim habe ich ja ein bisschen kritisiert in den ersten beiden Spielen, aber im letzten Spiel muss man wirklich sagen, der hat Ingolstadt ordentlich gerettet. So, und Boldyk gewinnt endlich mal wieder einen Bulli. Gestern hat er überhaupt keinen guten Tag gehabt. So, wie sieht's heute aus hier? So, Jones auf Potter. Und da ist Boldyk! Ja, Mann! Da meldet er sich zurück. Direkt mal nach einer Minute 11 mit dem 1:0. Hat aber richtig Platz da bekommen. Und ohne Mist, gestern überhaupt nichts gelungen im Spiel. Man hat ihn überhaupt nicht gesehen und jetzt macht er einfach mal sein drittes Playoff-Tor hier. Corey Potter haben wir gerade gesehen mit dem Playoff-Bart. Potter und Ryan Jones, die Assistenten. Und Boldyk, aber den Bulli, ja, den verliert er. Greilinger jetzt an der Scheibe. Pelek, Molden, Buck und Wesslau. Greilinger, Wesslau, wo ist die Scheibe? Hier, Ehrhoff hat sie. Und der sieht Ryan Jones. Ryan Jones. Oh, und da. Ey, wie schnell wir auf einmal hier spielen können. Oh, Mühlock, schade. Man hat gestern schon gemerkt hier, sonst ab der Overtime, dass die Kräfte von den Spielern nachgelassen haben. Also so ein schnelles Spiel hier, das ist man gar nicht mehr gewohnt. Ich nehme das ja alles immer vorab auf. Und deswegen kann ich das jetzt nach den paar Minuten Unterschied echt ganz gut beurteilen. Und jetzt Ehrhoff. Justin Chuck. Aber da ist leider einer dazwischen. McNeil. Molden. Ulver. Der Topscorer, glaube ich, momentan. Wieder mit Chuck zusammen. Beide auf dem Eis jetzt. Und Ben Hanowski. Hanowski. Ja, wohin? Chuck jetzt hier. Mann, war nicht gut. So, Trotter. Nein. Eriksen, Mann. Und da ist Uvira, Oliver, Friesen. Oh Mist, da kriegen wir die Scheibe nicht in der Kontrolle mit Hanowski. Oliver an der Scheibe, Friesen, Molden, Friesen. Und Lalonde mit dem Puck und dem Block. Uvira und da ist Reimer. Hätte ich mal lieber rübergespielt. Ich wette, den hätte Hanowski reingemacht. Mann. Ich weiß doch ganz genau, dass ich mit Uvira einfach nicht so Powershots machen kann. Und Hospelt verliert das Bulli. Ulariat. Olsen. Müller. Und der ging zum Glück vorbei. Tettichek. Olsen. Wesslau. Hat ihn. Können wir mal so einen Pass hier spielen. Nico Kremmer, schnell gespielt. Schopper. Haben wir noch. Sulzer über die Bande. Müller über die Bande, aber da ist Kohl. Hospelt. Nein, Mann. Olsen, aber da war keiner. Braun. Mulariat. Wer hat ihn? Wesslau hat ihn. Da kann ich mal so einen provokanten Pass hier spielen. Es läuft einfach. Habt ihr das mal gesehen? Ich mach nix. Und es läuft einfach keiner. Es ist null Bewegung hier in dem Spiel. Diese KI ist schrecklich, ey. Die bleiben alle da stehen. Boucher. 100 Meter drüber. Swinnen. Letzte Minute.
im ersten Drittel. Oh, der ist für uns gut durchgerutscht, weil die letzte Minute läuft ja immer in Turbo-Speed, außer die letzten 10 Sekunden. Und jetzt geht es darum, die Führung zu halten. Potter, Swindon. Oh, der geht zum Glück drüber. Da dürfte kein Schuss mehr kommen, jawohl. 1-0 Führung nach dem ersten Drittel, nach einem fantastischen Start von Alexander Boldyk. Aber ansonsten ist nicht viel von uns gekommen hier. 5-3 die Schussstatistik. Na, weiter geht's. Boldyk gegen Buck. Und den holt er. Corey Potter. Mann. Oh, Erhoff. Haben wir Glück gehabt. Das hätte auch mal eine Behinderung geben können. Kreilinger, Pelek. Boah. Und Potter. Und da ist Ryan Jones jetzt. Wo passt er denn hin, Mann? Wo passt er hin? Weslow. Jetzt Schütz. Oh, die haben wir lange mehr gesehen auf dem Eis. McNeil, Pelek. La Liberty. Drei Mann kriegen nicht die Scheibe. Oliver. Friesen. Oliver wieder. Und da ist Schütz. Schütz erobert die Scheibe und jetzt 3 gegen 2. Och man, ey, natürlich ist jetzt, wenn die Scheibe, wenn ich mal einen Pass hinbekomme, dann ist natürlich, dass er abgefangen wird. Und Schütz, oh, ich werde wahnsinnig hier. Trotter, Sullivan. Teddy Jack, Friesen. Ah, jetzt wird hier wieder so rumkombiniert. Weslow. Mann. Wenigstens ist es mir so wie bei beim 17er Teil, wo du, da wären so Dinger garantiert reingegangen. Da hat man das einfach gefühlt, wenn an den Pass wegen schon fürs Gegners. Wenn da einer potenziell reingehen könnte. Und jetzt Kremmer wird über die Bande geschickt. Kremmer. Aber da ist zu... Nein, Mann. Uvira und Reimer. Ich wundere mich echt, dass Reimer hier sich anscheinend den Stammplatz gesichert hat, als Starting Goalie. Müller. Mann. Kremmer hat die Scheibe noch. Oh nein, wie schlecht war das denn? Aber da passt Sulzer gut auf. Und jetzt Moritz, Müller und da ist Abseits. Hat sich der Moma hier entschlossen, nach vorne zu gehen. So, Olsen. War, glaube ich, jetzt keine schlechte Entscheidung, dass wir da die Mitte zugemacht haben. Und da ist Dylan Ruck. Oh, ey, es gibt's einfach nicht. Ich krieg einfach keine Schüsse durch in diesem Spiel. Aber es liegt halt echt an den DEL-Spielern. Wenn ich sehe, was ich für ein Gameplay in Ultimate Team liefern kann, wo man die ganzen NHL-Spieler hat, das sind Welten. Boucher. Und Ryan Jones mal mit einem heftigen Open-Ice-Hit. Potter. Ulock auf Boldyk. Das gibt's nicht, Mann. Es gibt's einfach nicht. Potter haut einfach mal drüber. Lugged along the line.
Wow. Ja, abseits. Aber egal. So, Hospelt. Holt die Scheibe. Christian Ehrhoff. Ach, Mann. Ingolstadt carrying on up the wing. Drives down the wing at center. Nein, Greilinger. Molden, Buck, Friesen. So, jetzt Hospelt. Geht da noch was? Ich glaube nicht, so wie die schon wieder stehen, erfahrungsgemäß, geht da nichts mehr. Weil wir jetzt echt gut durchgekommen sind. Da ist nochmal der Check. Oh, Mann. Was für Chancen, Mann. Und ich lasse sie jedes Mal aus. 1:0 nach dem zweiten Drittel. Das ist einfach zu wenig. Hier 9:6 die Schussstatistik. 65% die Passquote. Da kann man mal sehen, zu was für Fehlern uns Ingolstadt zwingt. Mann. Oh, McNeil. What? Alter, Westlau mit dem Schläger. Buck und da ist Boldyk, er kriegt aber die Scheibe nicht. Ingolstadt bleibt gefährlich. Pelek. Schnelles Spiel, das ist das, was ich auch gerne machen würde, aber es nicht hinbekommen. Molden. Westlau, Greilinger. Was mich ja wundert, warum die den Schuss nicht suchen. Die hatten doch jetzt eigentlich schon ein paar Mal die Situation, wo sie hätten schießen können. Da hört man hier schon die Südkurve, wie sie am Schimpfen ist. Kämpfen, Haie, kämpfen. Oh, Potter kriegt den Puck da irgendwie ein bisschen ab, so, und jetzt, nein, Mann, immer noch nicht, jetzt vielleicht, die Befreiung, Ryan Jones sorgt für Zeit. Mulock. Na, okay, das haben wir dann jetzt doch ganz gut gemacht. Das gibt's nicht, Mann, da hat der Schuss einfach viel zu lange gebraucht, bis der durchkam. Le Liberty. Geht das jetzt schon wieder los? Le Liberty. Greilinger macht das 1:1. Mann, Thomas Greilinger mit dem 1:1. Das war vielleicht, hätte ich anders verteidigen sollen. Erstes Playoff-Tor von ihm. Und Schütz. Eriksen. Boah, Schütz. Vorbei. Oh Mann, ey, da willst du, da nimmst du jetzt vor, so, jetzt hier gibst du alles und dann kommen da so Aktionen bei raus. Schack. Oh Mann. Komm jetzt hier. Das ist meine Top-Reihe. Lalonde, der geht auch vorbei. 6 Minuten noch auf der Uhr. Und Schütz nochmal. Auf Schack. Ja, geblockt. Olsen und da ist Hanowski zum Glück. Und Uvira. So Schüsse kommen dann da raus. Uvira setzt sich da gut an der Bande durch. Sulzer. Mo Müller. Müller, oh Mann. Das gibt's nicht. Oh
Sullivan, und jetzt geht das hier wieder los. Uvira. Müssen jetzt auch mal, glaube ich, mal ein bisschen den Druck hier erhöhen. Das Standard bringt nichts. Uvira. Ach, Mann. Knapp vorbei, ey, ohne Mist. Ich hab's mit den Torschüssen, hab ich's momentan einfach nicht so. Ja, volle Offensive wird zu viel sein. War noch nicht fertig mit den Einstellungen, Mann. So, Latta, wenn er... Na gut, Moritz Müller wird jetzt natürlich kein Schlagschusstor erzielen. Braun, Collins. Und da werden wir geblockt. Boucher. Collins. Swinnen. Und Sulzer holt die Scheibe. Und jetzt Boucher. Und das gibt's nicht. Olver natürlich. Oh, Latta. Wesslau. Komm, Boucher vielleicht. Ruck. Aber geblockt von Schopper. La Liberty. Und ich glaube, das gibt wieder Overtime. Trotter. Und Wesslau hatten. Und das gibt wieder Overtime. Das war gerade mein Hund. Schöne Grüße. 1:1, nachdem Greilinger Ingolstadt zurück ins Spiel gebracht hat. Und wir haben momentan echt eine Torflaute. Oh, jetzt. Oh, Mann. Ehrhoff. Warum mache ich denn nicht den Schlagschuss, ey? Ich hatte so viel Zeit da jetzt. Potter. Er haut natürlich wieder am Puck vorbei. Julok. Ach, Mann. Komm, raus da, raus da, raus da. Och, es ist abseits. Mann! Komm, wir brauchen diesen Sieg. 23:6, die Checks hier. 3:1 in Ingolstadt ist gebrochen. Oh, jetzt New Lock. Och, Mann, ey. Dann. Gut, das war jetzt so ein No-Look-Pass, aber trotzdem. Das klappt ja nie hier im Spiel. New Lock. Ball Duke. Ball Duke. Und Reimer wieder. Mann, Reimer, du gehst mir auf die Nüsse, ey. In den ersten zwei Spielen warst du so schlecht und jetzt hältst du einfach alles. Oh, Schütz. Trotter und Lalonde passt einfach mal richtig gut auf. Und jetzt Schütz wieder. Hanowski, Mann. Trotter, da ist der Check. Olver. Euch mal Unterstützung. Wesslau. Schütz schickt Hanowski. Das ist einfach eh wieder zum Scheitern verurteilt. Weil wie oft habe ich den jetzt schon geschickt und es ist einfach nichts passiert. Och, Mann. Oh, das war schön gemacht jetzt. Das gibt's nicht, Mann. Ich konnte jetzt aber nicht spielen. Da war der Passweg zu. Hanowski. Auch kein Glück. Und wieder mein Hund. Schöne Grüße. Der ist auch schon ganz genervt von dem Spiel. Horstbelt. Müller. Viel zu hoch. Oh, da ist ein Fight. Moritz Müller mit Schopper. Und ist das der Game Changer? Und Müller, jawohl, macht Schopper da erstmal fertig.
Ich glaube, das ist der erste Fight, den ich gewonnen habe in diesem Let's Play. Und eigentlich ein sauberer Open Ice Hit, oder? Ja, komm, das muss jetzt Auftrieb geben. Na gut. Direkt mal das Bulli verloren. Lariat. Friesen. Olsen, Friesen! Oh. Wie kriegt der den denn dann bitte noch rüber? Oh, Vira. Ach man, das gibt ein Icing. Das gibt ein Icing. Und ich wollte eigentlich die Reihe runter haben, weil die schon ein bisschen was in den Knochen haben. Horstbild gewinnt einen Bulli. Sensationell. Oh, Vira. Sebastian Uvira und sowas kommt bei raus, wenn du Tricks mit 64er Spielern machst. Ja Mann, Bolduc, aber die Chance ist noch da. Und Weslau. Mann, warum hat er jetzt so früh abgepfiffen? War vielleicht auch besser so. Es wäre wahrscheinlich schon schief gegangen. So. Und es war einfach so klar. Vielleicht soll ich mal aufhören mit dem Schicken. Ich glaube, das hat noch kein einziges Mal geklappt dieses Jahr. Aber irgendwie bin ich total davon überzeugt, dass ich schicken sollte. Einfach mal vielleicht einen langsamen Spielaufbau. Was mich wundert, ich bin eigentlich immer voll alleine, aber die holen mich dann alle immer total ein. So, jetzt Erhoff. Mulock. Und da ist die Scheibe weg, weil Pelleck einfach mal den Schläger dazwischen hält. Greilinger, der Torschütze. Boldin. Bolduc. Oh. Greilinger. Swinnen. Ryan Jones. Lalonde. Das gibt's nicht. Schack, ey. Steht da einer? Endlich mal wieder eine gute Schusschance. Und Weslau muss da den Schoner zumachen. Eine Minute noch. McNeil. Das gibt's nicht. Oh Gott, ey. Hernowski übernimmt die Scheibe. Ja, Mann! Ben Hernowski! Abgefälscht das Ding. Egal, so einer muss rein. Dritter Sieg für uns. Wir haben endlich mal in der Overtime gewonnen. Gustav Weslau. Dem haben wir enorm viel zu verdanken, gerade in der Schlussphase. Wir wollen auf jeden Fall mal das Tor jetzt sehen. Hier, Ben Hernowski. Ne, der war gar nicht. Doch, ein bisschen, glaube ich, mit der Kufe. Mal wieder diese Hammerkamera hier. So, wir waren den Spieler des Tages. 20:16. Hernowski, Weslau und Bolduc. Alle drei von uns. Sehr gut. So, Leute. Und damit ist es offiziell. Blair Jones steht uns sogar im nächsten Spiel wieder zur Verfügung. Den werden wir wahrscheinlich dann ins Team einbauen. Müssen wir mal schauen, ob wir da nicht gegen die Ausländerlizenz verstoßen. Wir haben Spiel. Wir haben den Matchbook. Spiel Nummer 5 steht dann morgen an. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen zu NHL 18 habt. Gerne auch auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch meine anderen Social-Media-Accounts findet. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Follow dalassen könntet. Ansonsten jeden Tag um 15 Uhr eine neue Folge von NHL 18, der DL-Song mit den Kölner Haien. Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lang gehen, aber auf jeden Fall außerdem noch FIFA 18, WWE 2K18. Ist eigentlich für jeden Sportbegeisterten was dabei. Ja, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr diesen Weg mit mir geht, wäre sehr, sehr cool von euch.
Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.